mit uns Gottesdienst feierst. Ja, gutes Wort auch, Gottesdienst. Und so haben wir auch dieses Thema heute. Christen dienen mit ihren Gaben und Talenten. Und dieses Wort Dienst, wenn man das so auseinander buchstabiert, dann könnte man auch sagen, dienen im Einklang von Neigungen, Stärken und Talenten. Ja, das ist das, was wir so auch tun dürfen. Wir dürfen unsere Gaben und Talente zur Ehre Gottes einbringen und dem Herrn mit Freuden dienen. Das ist gut, dass wir nicht nur so dienen, sondern auch mit Freuden dienen. Und meine Erfahrung in den über 25 Jahren, wo ich Gott dienen darf, ich sage immer, dienen darf, es ist ein Vorrecht und ein Privileg, ihm dienen zu dürfen. Ja, es ist meine Erfahrung, auch die freudigsten und auch die ausgeglichensten Christen sind die, welche einen Dienst für den Herrn und auch für die Gemeinde tun. Ja? Sie sind ausgeglichen, sie sind treu, sie sind stetig, sie sind zuverlässig und sie dienen dem Herrn aus Dankbarkeit. Ja? Das ist es ja einfach so, was so wichtig ist, dass wir nicht nur so dienen, sondern wirklich von Herzen dankbar sind, was Jesus für uns Großes getan hat. Wir haben es am Abendmahl gefeiert. Es ist einfach ein Vorrecht, diesen Gott zu haben, der uns die Sünden abwäscht, der uns reinwäscht von Sünde und Schulden, der uns erlöst hat. Und das ist einfach eine Dankbarkeit, okay? Dienet dem Herrn mit Freuden, heißt es im Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Welt und dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Nicht nur mit Frohlocken in den Haaren, sondern mit Frohlocken, mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat euch gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide hat er uns gemacht. Welch ein Vorrecht. Darum bringe deine Gaben und Talente zur Ehre Gottes ein. Auch wie die Fußballer hier, das waren auch Ser Roberto und Lucio. Damals war das noch möglich, dass man T-Shirts anziehen konnte und Gott mit einem Zeugnis die Ehre geben konnte. Gott ist meine Kraft oder Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? So waren wir auch immer bei der Fußball-Europameisterschaft und man endlich mal die Italiener geschlagen. Es ist nie gelungen, die Italiener zu schlagen beim Turnier, beim größeren Turnier. Und jetzt hat es gestern mal geklappt. War richtig mit Glück, kann man dann im Endeffekt sagen. Aber die 90 Minuten hätten wir schon gewinnen, weil man 90 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft waren. Ganz klar auch, ich weiß nicht, fast 70% Ballbesitz. Von daher waren wir schon ziemlich dominant. Aber es hat sich nicht in Tore umgemünzt. Und dann muss man auch 12 Meter schießen. Und dann verschießen die 3 Meter von den ersten 5 unsere Jungs. Ja. Aber gut, dass wir Manuel Neuer haben, ne? Der hält dann auch noch so 3 oder 4 und dann 7-6 ist ausgegangen oder 8 Elfmeter hat jede Mannschaft geschossen. Interessant. Aber es ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir unsere Tore für Jesus schießen. Ja? Jetzt sind wir im Halbfinale, kriegen jetzt vielleicht die Franzosen oder die Isländer. Ich bin so ein Fan von den Isländern. Die gefallen mir so, wie die mit Teamgeist da wirklich gar nicht so in hohen Klassen spielen, ne? Und wirklich mit Teamgeist doch richtig guten Fußball spielen. So einer kämpft wie den anderen, einer für alle und alle für einen und die verkörpern das so schön. Ja? Heute Abend spielen sie gegen die Franzosen, vielleicht kommen wir im Halbfinale gegen Island. Würde mich total freuen. Dann würde ich vielleicht denen so mehr den Daumen drücken. Nee, dann sind doch Deutschen. Ja, aber Gaben und Talente, okay? Gaben und Talente bringen wir zur Ehre Gottes ein. Und es ist einfach so, wenn man so die Begeisterung bei einer EM sieht, dann dreht sich alles um Fußball. Ja? Also würden die Menschen sich um die Erdkugel, ja, um diese Kugel genauso kümmern, wie sie sich um die um den Fußball kümmern. Ja? Wäre da so eine Begeisterung? Ja, und dann gäbe es nicht diese viele Not, Krieg und Kriegsgeschrei, Elend, so viel, ja. Aber das ignoriert man oft und lebt mehr nach seinen Wünschen und Zielen und Absichten, ja. Aber so eine Leidenschaft oder eine Opferbereitschaft, dann wird es unserer Welt besser gehen, okay. Das nur so viel zum Fußball, ja.
Hier habe ich ein Bild, wo einfach Lobpreis ausdrückt. Eine der Gaben und Talente ist auch Gott Lob und Dank zu geben. Ich bin auch so froh über unser Lobpreisteam, das so richtig Gott die Ehre gibt, ja, mit ihren Gaben und Talenten. Diese Mäuse tun das auch, ja. Wie es auch im Psalm 150 heißt, 3 bis 5. Lobt ihn mit Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zither, lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel. Ja? Das drückt so richtig aus. Gebt Gott die Ehre mit Musik, mit euren Liedern, denn eigentlich sind wir ja auch zur Anbetung geschaffen. Die erste Bestimmung, die ein Mensch eigentlich hat, er soll Gott anbeten. Und das drückt sich dann auch aus in Liedern, Psalmen und Lobgesängen mit Instrumenten. Ja, in Johannes 4, 23 und 24 heißt es ja, dass Gott Anbeter sucht. Gott sucht Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ja, die ihn nicht nur mit den Lippen anbeten, sondern mit dem Herzen. Ja. Jesus sagt auch, sie sind mit den Lippen, beten sie mich an, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Und das soll bei uns nicht so sein. Wir wollen ihn mit dem Herzen anbeten, okay? Anbetung soll geschehen. Und Jesus selbst ging auch, bevor er den Tag anfing, in eine einsame Stätte schon des Morgens. Man lesen in Markus 1, 35, schon früh am Morgen ging Jesus an eine einsame Stätte und betete dort zu seinem Vater. Und er nahm sich auch die Kraft für den Tag in der Anbetung, in dem Gespräch mit seinem Vater, indem er sich Weisung abnahm. Und wenn Jesus diese Kraft suchte, und wie viel mehr müssen wir sie suchen und auch daraus leben? Ja, besonders auch im Dienst. Also unsere Kraft zum Leben und auch zum Dienen fließt aus der Anbetung heraus. Fließt, dass ich zuerst mal zu meinem Gott gehe und mir Liebe nehme. Wie auch Marisa schon das Wort hat aus Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes wird in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und das geschieht, dass ich ins Gebet gehe, in die Anbetung, in sein Wort. Und da fließt Kraft für den Alltag und meine alltäglichen Aufgaben in mein Leben hinein. Okay? So gesehen ist es das Einmaleins, ja, des Glaubens, gehen wir weiter, dass wir für Jesus leben. Er hat uns erlöst, er hat uns errettet. Ja? Das Einmaleins des Glaubens ist so gesehen einfach auch, dass wir ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Und dass wir wirklich unser Leben ihm geben. In Galater 2,20 sagte Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Also Gott gab uns seinen Sohn, damit wir hinfort nicht mehr uns selbst leben, sondern für den, der für uns am Kreuz gestorben ist. Ja? Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Das heißt auch, seinen eigenen Wünsche und Ziele dran zu geben und jetzt ihm zu folgen. Hier diese bekannte Geschichte von dieser Frau, die Jesus mit ihrem Salböl die Füße wusch und mit ihren Haaren da seine Füße trocknete. Mit ihren Tränen hat sie seine Füße gewaschen und hat dann mit dem Salböl, mit diesem kostbaren Öl, das steht in Johannes 12, 1 bis 11, die Salbung der Maria in Bethanien. Ein Pfund Salböl, kostbare Nardenöl, goss sie über die Füße von Jesus. Und die Jünger sagten schon, das ist Verschwendung, das kostbare Öl da so zu vergeuden. Aber Jesus sagte, was diese Frau mir getan hat, das wird für alle Zeit groß sein. Lass sie. Ja? Sie tat es aus Liebe zu Jesus. Sie wusste, was er für sie getan hat. Sie tat es aus Dankbarkeit und kein Opfer war ihr zu groß, okay? In dieser Haltung diente sie. In dieser Haltung gab sie Jesus die Ehre. Ein guter Johannes Sebastian Bach, den wir ja auch kennen, wer ein bisschen Klassik liebt,
Ja? Er setzte also diese Worte immer unter seine Kompositionen. Er schrieb darunter Jesu Juva. Das heißt, Jesus hilft. Er wusste, dass seine Gaben und Talente damit zusammenhängen, dass er es von Gott hat. Er wusste, er hatte seine Gabe von Gott und er bat ihn auch um Hilfe. Und das ist eine gute Einstellung, auch wenn wir ihn um Hilfe bitten bei all unseren Aufgaben. Er schrieb auch Solo Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Solo Deo Gloria. Ja? Gott allein die Ehre. Gott auch für die gute Komposition, die er dann fertiggestellt hat und die Lieder machte. Und dann gab er diese Ehre wieder an Gott weiter. Und das ist gesund und das ist hilfreich. Kolosser 3,23 heißt es ja, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Und das ist total gesund, diese Einstellung zu haben, dass wir es in erster Linie für den Herrn tun. Egal welche Gabe wir haben. Wir tun es für den Herrn, denn wir wissen, wir haben unser Talent und auch unsere Gaben dem Herrn zu verdanken. Okay? Es ist gut zu wissen. Ja? Und Bill Hybels, ja, der die Riesengemeinde da, die Willow-Gemeinde leitet, er sagt zum Beispiel, jeder von uns muss für die Gabe, die er von Gott erhalten hat, eines Tages Rechenschaft ablegen. Ja? Und Gott schuf die Künste und es war seine Idee, dass wir ihm damit die Ehre geben. Deswegen müssen wir die Künste für die Gemeinde zurückerobern. Ja? Auch so die Künste wie Musik oder auch ein schönes Bild zu malen. Es gibt viele gute, kreative Gedanken. Wenn es auch nur Basteln mit den Kindern ist, ja, dann soll es zur Ehre Gottes geschehen. Und im 1. Petrus heißt es ja auch, dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Ja? Diene mit deinen Gaben und Talenten, okay? Und es ist wirklich so, wenn wir dann Gott, dieser schöne Frosch, den gefällt mir so gut, auch in den wunderbaren Farben, wie Gott, die Schöpfung ist wunderbar, oder? Ja, diese Kinderfarben, blau, rote Augen, grün, ja? Und ja, das ist einfach toll. Ja, in Römer 14, Vers 12 heißt es ja, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und wenn Gott uns Talente und Gaben geschenkt hat, dann müssen wir vielleicht mal irgendwann Rechenschaft ablegen dafür. Jeder von uns muss für die Gabe, die er von Gott hat, einmal vor ihm auch Rechenschaft abgeben. Was habe ich damit gemacht? Habe ich mir die Ehre genommen? Habe ich für mich gelebt? Habe ich mir dadurch Reichtum verschafft? Ja? Darum gibt Gott dafür die Ehre, wie es auch der gute Johann Sebastian Bach gemacht hat, okay? Gut zu wissen. Und das ist auch gut zu wissen. Ich will ja da immer dahingehend ermutigen, dass jeder von uns Gaben hat. Jeder hat Talente. Ja, und in dir steckt mehr, als du denkst. Du bist ein wunderbares Original. Und du besitzt einfach auch ganz spezifische Talente. Die hast nur du. Eine genau zu dir passende Gabenkombination. Die hast auch nur du. Ein unverwechselbares Persönlichkeitsprofil. Ja? Gott hat dich wunderbar gemacht. Wie es auch im Psalm 139 heißt. Herr, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Du hast mich wunderbar gemacht. Das zu erkennen. Und daraus hast du dir auch ein unverwechselbares Persönlichkeitsprofil angeeignet. Durch Kindergarten, Schule, durch deine Eltern, durch deine Erziehung. Du bist besonders, ja? Du hast auch eine ganz spezielle Berufung. Wir sind berufen von Gott, ja? Und du hast ein ganz persönliches Image in deinem Umfeld. Und das hast auch nur du. Du hast besondere Chancen und Gelegenheiten. Und mit diesen Eigenschaften und Qualitäten kannst du das tun, was nur du tun kannst. Und darum wirke in deinem Umfeld. Gib Gott die Ehre dafür. Entdecke dein Potenzial und bring es zur Ehre Gottes ein, okay? Das ist auch wunderbar, wenn es dann geschieht, auch in der Gemeinde. Ja? Gaben und Talente,
die du hast, bring sie einfach zur Ehre Gottes ein. Es gibt ein schönes Wort in 1. Korinther 3, Vers 9. Da waren wir mal im Bauch des Schiffes, auf so einem Segelschiff. Hat ja auch ein Stück weit mit unserer Vision zu tun. Segelschiffe ziehe ich mich an und die gehe ich mir manchmal angucken und will auch mehr begreifen, wie die so funktionieren. Ja? So heißt es in 1. Korinther 3, Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ja? Gottes Mitarbeiter. Welch ein schönes Wort, Mitarbeiter zu sein im Reich Gottes. Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber wie es geschieht, es geschieht auch durch Menschen, die er benutzt als seine Mitarbeiter. Ja, es gibt auch so das schöne Wort Mitglieder am Leib Jesu. Mitglied an der Gemeinde, Glied am Leib, wie meine Hände, meine Arme, alle meine Glieder, die gehören zu meinem Leib. Und so drückt auch Paulus das Bild aus, dass wir ein Leib sind und viele Glieder. Und Jesus ist unser Haupt. Er ist die Steuer- und Schaltzentrale der Gemeinde. Und so soll es sein. Darum dienet dem Herrn mit Freuden. Ja? Mitglieder, Gemeinde, Gottesdienst. Auch wenn wir hier zusammenkommen. Wir kommen auch, um Gott zu dienen. Ja? Nicht nur, um uns bedienen zu lassen. Wir geben Gott die Ehre mit unserem Gebet, mit unseren Liedern. Mit der Gemeinschaft, dass wir einander ermutigen. Schon, dass du da bist, ist eine Ermutigung für die anderen. Ja? Ihr seid eine Ermutigung für mich. Ja, wäre schlimm, wenn ich zu leeren Ringen hier reden würde. Wäre traurig irgendwo, würde auch nicht viel Spaß machen. Ja? Darum ist es gut, dass du kommst und ermutigst und deinen Teil dazu beiträgst, dass unser Gottesdienst gut ist. Dass er gelingt und dass er Freude macht. Und dass man gern kommt. Wir geben uns da Mühe, dass wir alle gern kommt. Dass ihr euch wohlfühlt. Angenommen. Daheim, okay? Mitarbeiter. Gottes Mitarbeiter in Gottes Ackerfeld. Wir beten auch immer für Arbeiter für die Ernte. Denn die Ernte ist weiß. Ja? Jesus kommt bald wieder. Und es gehen so viele Menschen so an Gott vorbei. Denken, ich habe ein bisschen Religion, ein bisschen Tradition und dann hat es sich. Du, das ist traurig. Du, Gott will mehr von uns. Er will, dass wir ihm nachfolgen und dass wir seine Mitarbeiter sind in seinem Weinberg oder in seinem Ackerfeld. Ja? Die Kraft der Gemeinschaft. Ja? Gemeinschaft gibt Kraft. GmbH ist ein bekannter Ausdruck. Man kann es auch übertragen und sagen, wir sind eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Ja? Wir haben eine klare Hoffnung, wir haben ein klares Ziel. Habe ich vor kurzem drüber hier gelehrt. Es ist gut, ein gutes Ziel vor Augen zu haben. Wir sind für die Ewigkeit berufen. Ja? Unser Spiel fängt erst im Himmel an. Wir trainieren hier für die Ewigkeit. Ja? Und dass wir im Himmel gut vorbereitet sind. Ja? Und so sind wir auf der Reise und gemeinsam sind wir stark. Und Gott will die Gemeinschaft. Viele entziehen sich heute der Gemeinschaft. Gemeinschaft kostet ja auch Kraft, sich mit Menschen ja, auseinanderzusetzen. Das will nicht mehr jeder. Jeder lebt, viele leben, ihr Christen leben einsam und für sich. Ja? Sind nur noch vor ihren Computern, haben sie nur noch Gemeinschaft mit Christen. Und das ist nie das, was Jesus gewollt hat. Ja, Gemeinde ist von ihm gesetzt, ja, und Jesus baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle können es nicht verhindern, auch wenn der Zeitgeist dahin geht, dass die Leute gar nicht mehr gerne aus dem Haus gehen. Ja, vielleicht haben sie gestern Fußball geguckt, bis 1-2 Uhr gefeiert oder 3, dann hat man doch keine Lust mehr zum Gottesdienst zu gehen morgens. Und so ist es manchmal, der Zeitgeist geht dahin, dass man diese Gemeinschaft nicht mehr sucht. Manchmal sitzen Jugendliche zusammen und geben nur noch über WhatsApp sich Nachrichten und kommunizieren nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Ja? Irgendwo haben sie mal in einer interessanten Zeit. Ja? Aber gemeinsam sind wir stark, okay? Und darum ist es gut, die Gemeinschaft zu lieben. Es heißt in Hebräer 10, 25, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Ja? Aufeinander Acht haben, auch die Versammlungen nicht zu versäumen, dabei zu bleiben, ja?
auch wenn es manchmal etwas kostet. Gib's für Gott, tu es zu seiner Ehre. Lasst uns aufeinander Acht haben und anreizen zur Liebe, ja, und auch zu guten Werken, dass wir auch Gutes tun, wie Marisa auch das Wort hat. Weil Gott uns geliebt hat, wollen wir andere lieben. Und wir wollen auch Gutes tun, Dienste tun zur Ehre Gottes. Ich arbeite zum Beispiel in der Tafel mit da in Merzig, ja, einfach nur um zu zeigen, ich will mich einbringen, ich will etwas tun, auch für die Stadt, dass wir auch eine Relevanz haben für unsere Stadt, ihnen Gutes zu tun, ihnen zu dienen. So fahre ich dann die Lebensmittel holen, da montags immer, ich klappe die Geschäfte ab und ich weiß, ich mache es für die Menschen, aber ich mache es für meinen Herrn. Und ich mache es zu seiner Ehre. Und so ist es gut, einfach was tun zur Ehre Gottes. Was es auch ist, und wenn es dein Job ist, tu es zur Ehre Gottes, okay? Es ist wunderbar, wenn wir einander ermutigen, wenn wir einander stärken, denn Jesus baut seine Gemeinde. Ja? Matthäus 16, 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Der Teufel brüllt wie nie zuvor und er will das verhindern, dass Gemeinde geschieht und dass Gemeinde kaputt geht. Er setzt alles dran, er gibt da auch manchmal bittere Wurzeln rein, er gibt Spaltungen, damit sie sich uneins sind, dass sie nicht eins sind und dass sie dann auch nicht mehr zur Gemeinde gehen und Gemeinde nicht mehr unterstützen. Aber Jesus will, dass seine Gemeinde gebaut wird. Ihr singt das schöne Lied, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Ja? Für ihn ausgesondert, ein heiliger Tempel, der zu seiner Ehre da ist. Okay? Gemeinde ist sein Wille. Gemeinde baut er mit schwachen Menschen. Ja? Das ist interessant. Aber es ist auch gut zu wissen, dass es seine Gemeinde ist. Es ist für mich total entspannend. Es sind meine Gemeinde, obwohl ich gesetzt bin als Leiter. Es ist die Gemeinde von Jesus. Aber jetzt kommen wir zu den Gaben. Ein paar Gaben, die will ich uns einfach mal aufzeigen, die Bibel uns hergibt. Es sind so viele Gaben, zum Beispiel in Römer 12, 6 bis 8. Dort heißt es, wir haben unterschiedliche Gaben. Je nach der verliehenen Gnade. Hat jemand die Gabe der prophetischen Rede, dann rede er in der Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, gute Nachricht sagt, des Helfens, dann diene er. Vielleicht sagt einer, ich habe die Gabe nicht des Dienens. Ich habe das nicht so. Du, da muss ich dir sagen, du, Gottes Wille ist, dass wir alle dienen. Ja? Und dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, dann lehre er. Das ist meine Leidenschaft. Ich lehre, weil das Wort mir wichtig ist. Und weil ich es studiert habe und weil es mir groß ist. Wer zum Trösten und zu Ermahnen, hier steht auch zum Ermutigen berufen ist, der tröste und ermahne. Ein ganz wichtiger Dienst, dass wir Tröster haben, Ermutiger, Aufrichter, Ermahnen, die auch mal ein Wort sprechen, das vielleicht wehtut, aber die einem auch helfen, aus einer schwierigen Situation herauszukommen. Das ist auch etwas, was der Ermutiger oder der Ermahner tut. Ja, Dienstgaben steht hier, wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Das Geben. Gebt. Die Rechte sollen nicht sehen, was die Linke tut. Gebt mit freimütigem Herzen, aber gebt Gott gern. Hier steht von Vorstehern, von Leitern, ja, Kybernesis, von Leitung, ja, setze dich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig, immer mit Freude, mit der richtigen Herzenshaltung, ja. Also, Prophetie, dienen, helfen, ermutigen, geben, Leitung, Barmherzigkeit, alles schon Dienstgaben, die man zur Ehre Gottes einbringt. Okay? Das ist einfach mal gut, dass wir das so erkennen. Also 1. Petrus 4, 9 und 10 spricht auch von Gastfreundschaft. Seid da untereinander gastfreundlich, ohne Murren. Ja? Lade Gäste ein. Dient einander als gute Verwalter oder Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes.
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Ja, Gastfreundschaft. Ja, es ist so gut, wenn es geschieht, da was geschieht, Reich Gottes. Meine Frau und ich, wir haben so im Herzen gehabt, einfach mal unseren Distrikt einzuladen. Ja, Distrikt Saarland-Westpfalz, da sind viele Leiter, Pastoren. Und wir wollten ihnen einfach mal was Gutes tun. Wir haben gesagt, die laden wir zu uns daheim ein und dann geben wir dem mal einen guten saarländischen Schwenker. Und geben ihm mal so ein schönes Fest, bereiten wir ihnen vor, wo wir ihnen einfach eine Freude machen. Ja? Und dann hatten wir sie die Woche hier am Freitag bei uns gehabt und es war ein richtig schöner Tag. Und die waren so dankbar. Ja? Und so ist es einfach, Gastfreundschaft zu schenken. Ladet einander ein. Ladet auch Menschen ein, die den Herrn noch nicht kennen. Ja, lass dir das schenken, es muss nicht immer ein großes Essen sein, es kann eine Kleinigkeit sein, aber häng dein Herz an die Angel. Das ist immer das Wichtigste bei allem. Ja, okay? Das ist das Wichtigste. Und Jesus spricht von dem fünffältigen Dienst. Ja, in Epheser 4, Vers 11 heißt es, dass Jesus der Gemeinde fünf Dienstgaben schenkt. Ja? Er hat die einen als Apostel gegeben. Ich habe mal die fünf Gießkannen hingemacht, dass wir uns die fünffältige Dienst, diese sind einfach gesetzt, um die Gemeinde zu begießen, damit die Frucht aufgeht. Ja? Jesus hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das sind Dienstgaben, die sind auch wichtig, dass sie in der Gemeinde da sind. Ja? Apostolischer Dienst ist schon mehr so ein überregionaler Dienst, wo man Gemeinden vernetzt und sie stärkt und ermutigt und sie ins Leben ruft, neue Gemeinden gründet. Ist so wichtig, dass auch der apostolische Dienst wieder aufgerichtet wird, auch in unserem Deutschland. Propheten, prophetisches Reden, Bilder zu empfangen, Reden Gottes, Prophemi, Reden für Gott. Es ist so wichtig, ja, um eben das Bild, wo Ruth von der Katze hatte. Das war ein Bild, das war ein prophetischer Eindruck und sie gab es weiter. Und es hilft uns. Es sagt uns etwas, wie sehr Gott uns liebt. So einfach ist das manchmal. Prophetische Dienste müssen geschehen in der Gemeinde. Evangelisten, wir brauchen heute in dieser Zeit alles. Wir brauchen Evangelisten. Evangelisten, die ein besonderes Herz haben, auch Menschen zum Glauben zu bringen. Ja? Viele von euch habt evangelistische Herzen. Es ist euch eine Not, dass die Menschen mit Jesus bekannt werden und dass sie eine Liebesbeziehung mit ihm anfangen. Ja? Und wir brauchen auch dieses evangelistische Herz als Gemeinde. Alle unsere Dienste sollen auch im gewissen Sinne dem Evangelium dienen. Ja? Wir sind da, die gute, die frohe und freimachende Botschaft zu den Menschen zu bringen. Soll auch das Verkündigen des Wortes dem Evangelium dienen. Wir brauchen Evangelisten. Wir brauchen Hirten. Ja, nicht nur ein Hirte. Wir brauchen viele Hirtenherzen. Ja, die dienen, die Seelsorge machen, die Menschen helfen, im Glauben zu wachsen, frei zu werden in ihren Knechtschaften, in ihren Bindungen, sie herauszuführen aus ihrem falschen Denken und ihnen Unterstützung zu geben. Hirtenherzen. Im Kinderdienst brauchen wir schon Hirtenherzen. Ja? Es ist so wichtig, dass dieses Herz da ist. Ich habe auch hier von diesen fünf Stadien der Reife gesprochen, dass wir wachsen vom Babystadium ins Kindstadium, ins Teenagerstadium. Ja? Hier spricht der Johannes Kapitel 2 davon. Er spricht sie an in diesen Stadien. Ja? Zu Söhnen und Töchtern in Christi, die den Papa im Himmel kennen und ihn transportieren können, hin zu Vätern und Müttern in Christi, Hirtenherzen, die eine Not haben für den Menschen, die eine Not haben für das Reich Gottes, die den Gott kennen, die kennen seine Last, die kennen seine Bürde, weil er so verliebt ist in Menschen. Er liebt sie und er will nicht, dass sie verloren gehen. Darum brauchen wir auch so Hirtenherzen. Ja? Wir brauchen Lehrer, die das Wort Gottes lieben, die das Wort Gottes auch verständlich übertragen können, die es verständlich auslegen können. Dafür braucht man Lehrer. Lehrer, die das Wort Gottes richtig einschätzen können und auch die Hauptsumme der Schrift kennen. Ja?
damit man nicht von jeder Fahne des Windes hin und her getrieben wird oder ein Steckenpferdreiter ist von speziellen Themen. So predige ich jetzt schon über 100 Teile Siegreich Leben lernen. Verschiedene Themen. Die Bibel ist ein dickes Buch. Ja? Sind wir mit Teil 175 oder? Ja? Es ist ein dickes Buch, es sind viele Themen. Es ist alles so wichtig. Darum ist es gut, da auch Lehrer zu haben. Ja, okay, das ist der fünfteilige Dienst, da könnte ich jetzt eine Predigt drüber machen. Ja, aber es ist auch wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten, unsere handwerklichen Fähigkeiten zur Ehre Gottes einbringen. Ja, 2. Mose 31, Vers 3. Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und mit Kenntnis für jegliche Arbeit. Es ist eine Gabe, handwerklich etwas tun zu können. Egal in welchem Handwerk du ein Talent hast, gib auch dieses Talent zur Ehre Gottes. Ja? Die Stiftshütte damals, die wurde auch von verschiedenen Handwerkern gestaltet. Ja? Da waren wirklich Schreiner dran an der Arbeit, da waren Schmiedearbeiten wurden gemacht. Ja? Mit den wunderbaren Gefäßen, Gewänder für die Priester, Schneider. Und alle haben da ihre Talente eingebracht, damit es ein schöner Stiftshütte wird. Dass das Heiligtum und das Allerheiligste schön war. Die Bundeslade, ja, wunderbar geschmiedet aus Gold. Das waren Gaben, die brachte man zur Ehre Gottes ein. Gott befähigt Handwerker. Auch wenn du heute einen Dienst tust für Geschwister, weil du das kannst, dann tu es zur Ehre Gottes. Vor kurzem habe ich nochmal einen Fußboden verlegt in der Gemeinde Gottes in Dillingen, ja. Das tue ich einfach gern, weil ich es zur Ehre Gottes tun darf. Ja? Dann Laminatboden reingelegt. Ja, mein Schwiegersohn hat mich dann gefragt. Und manchmal mangelt es ja auch an Mitarbeitern, die dann auch Zeit und Wollen haben, wenn es dann gemacht werden muss. Ja? Okay, und so ist das Handwerk auch wichtig. Es ist eine Gabe, dass man das auch zur Ehre Gottes einbringt. Hier sind jetzt diese Gnadengaben des Heiligen Geistes. Sie stehen im 1. Korinther 12, 8 bis 10. Habe ich 4 Teile darüber gelehrt. Es ist wichtig, dass diese Gnadengaben in die Gemeinde zum Tragen kommen. Ja? Ich sage auch immer, wir brauchen in der heutigen Zeit, dass die Kraft Gottes da ist. Dass das Übernatürliche da ist. Und Gott gibt gerne das über unserem Natürlichen. Die Kraft, die gibt er. Wir brauchen diese Gnadengaben des Heiligen Geistes. Wir brauchen das Wort der Weisheit. Ich will nicht groß darauf eingehen, sie nur kurz anschneiden. Wir brauchen das Wort der Erkenntnis, eine übernatürliche Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Wir brauchen die Gabe des Glaubens, ja, übernatürlichen Glauben. Wir brauchen die Gabe der Heilungen, ja, Heilungen, dass Heilungen fließen. Wir legen die Pranken auf die Kranken und es wird zumindest besser mit ihnen. Weil Jesus gesagt hat, macht ihr die Kranken gesund. Es ist ein Befehl. Jesu, es ist nicht außer Acht zu lassen. Und da gibt er seinen Geist Gottes rein, der hilft. Wundertaten, Zeichen und Wunder. Es geschahen immer Zeichen und Wunder mit der Verkündigung des Evangeliums. Auch Prophetie. Prophetie, Reden für Gott, Unterscheidung der Geister. In der heutigen Zeit muss man wissen, welcher Geist ist an der Arbeit. Und der Heilige Geist gibt uns Klarheit, er gibt uns eine Sensibilität, welcher Geist wirkt hier. Ja, was ist da dran? Und wir brauchen die Geisterunterscheidung, heute mehr denn je. Weil Zauberei und Esoterik ist so normal in unserer Gesellschaft. Ja, auch Geistheiler, die heilen auch. Ja, aber sie heilen nicht durch die Kraft des durch Jesus Christus oder durch die Kraft des Evangeliums. Ja, sie heilen durch die finstere, dunkle Welt. Ja. Durch Mächte der Finsternis. Auch die haben Macht zu heilen. Ja? Darum brauchen wir Geister unterscheiden. Wir brauchen das Sprachengebet, dass wir in anderen Sprachen reden, uns erbauen damit, uns stärken. Da kriegen wir eine übernatürliche Kraft von Gott. Wir brauchen, dass wir geistgetauft sind und in anderen Sprachen reden. Streck dich danach auch aus, wenn du es noch nicht hast. Du erbaust dich selbst. Du wirst gestärkt, auch übernatürlich zu wirken für Gott. Wir brauchen die Auslegung des Sprachengebets. Das sind die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Dass Gott spricht und es wird was freigesetzt. Gott ist in der Arbeit und es geschieht. Wie gut, wenn wir da wirklich Hunger danach haben. Das ist ein starkes Segel unserer Gemeinde, diese 9 Gnadengaben des Heiligen Geistes.
Und das muss gehisst werden. Das muss hochkommen. Das muss angewandt werden. Und nicht nur in der Gemeinde, auch unter den Menschen, in deinem Alltag, auf deinem Arbeitsplatz. Jesus wirkte mitten unter den Menschen, okay? Das ist gut zu wissen. Ja, ich werde jetzt bald zum Schluss kommen. Ja, ich könnte jetzt so viel darüber sagen auch noch. Aber ich kann ja nicht alles da reinpacken, ja, denn ich will auch nicht so lange machen. Ja, gut zu wissen ist einfach, niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Ja, viele sagen, ich kann nicht nicht, traue ich mich nicht. Ja, aber man muss manchmal was versuchen. Ja, wie die Ameise ihr Vielfältiges von ihrem Gewicht tragen kann. Ja. Und die Bibel sagt uns ja auch, nimm dir ein Beispiel an der Ameise. Ja? Darum sei mutig und stark. Fang an, im Kleinen zu dehnen. Und Gott wird dich über Größeres setzen. Die Fähigkeit, die in uns liegt, sagt Charles Haddon Spurgeon, sind größer, als wir wissen. Die Gott uns verleihen kann, sind größer, als wir träumen. Gott kann uns so viel mehr geben. Ja, er kann uns so viel mehr gebrauchen. Wer bittet, dem wird gegeben, auch in diesem Bereich von Gaben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Gott will dir mehr geben, er will dich über mehr setzen. Und sagt nicht, ich kann nicht. Dieses Wort steht nicht in der Bibel. Ja? In der Bibel steht Philipper 4,13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann alles durch Jesus Christus, der mich erlöst hat. Ja? Darum darfst du mutig und stark sein und du darfst dir mehr zutrauen. Ja? Du darfst auch mehr von Gott erwarten. Unser Glaube soll sich vergrößern. Wir sollen unsere Flöcke weit stecken. Gott will ein Mehr. Er will auch mehr Wachstum. Und er will auch mehr, dass man ihm vertraut, dass er doch die Dinge tut. Und dass er sie durch uns tut. Okay? Er will sie durch uns tun. Ja? Und so ist es auch gut, wenn man sagt, ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Josua 24, Vers 15. Ich habe das auch für mich entschieden, ich will mit meiner Familie Gott dienen. Und das ist dann schön zu sehen, wenn die Kinder auch im Dienst da auch aktiv sind. Schön zu sehen, heute Morgen predigt meine Tochter Nora in Dillingen. Ich freue mich so und bete so für sie, dass sie gesalbt ist und Freimütigkeit hat. Und sie dient dem Herrn, das ist eine Pastorenfrau. Ist doch schön zu sehen, oder wie Marisa uns heute Morgen ermutigt hat. Es ist schön zu sehen, das erfreut mein Herz. Oder Samuel sitzt an der Technik, ja, ist ja noch ein kleiner Bursche, aber er dient schon dem Herrn. Und so ist es gut. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist eine Entscheidung. Und da bete ich dafür. Und Gott ist gut, er tut's, okay? Er tut's, weil wir es auch vormachen. Immer wieder, weil wir auch als Eltern ein Vorbild sein müssen. Ja? Im Endeffekt kannst du sie vieles lehren, kannst sie viel unterweisen, aber wenn sie es nicht in deinem Leben abgreifen können, werden sie es auch nicht tun. Sie müssen es in deinem Leben sehen. Ja? Jesus hat uns ein Beispiel gegeben mit der Fußwaschung. Ja? Kennen wir alle. Und Jesus wusch den Jüngern ihre Füße. Und er sagte auch, wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Ja? Und ihr sollt es ebenso tun. Ja? Ulrike hat es schon gebetet, ja? Dass Jesus als ein Diener kam. Er kam nicht als der große Herrscher. Ja? Das Leitungsprinzip Jesu geht ja auch andersherum. Normal ist die Pyramide so, oben ist der Leiter und alle Untergebenen dienen dem Leiter. Aber das Leitungsprinzip von Jesus geht umgekehrt. Unten ist der Leiter. Und er dient allen seinen Untergebenen und Angestellten. Und zu ihm können sie alle kommen. Und das hat Jesus vorgelebt. Er war ein Leiter, der bereit war, den Jüngern zu dienen. Und er gab uns so ein gutes Vorbild. Tu das ebenso, okay? Tu das ebenso. Tu das mit der rechten Haltung. Tu das zur Ehre Gottes. Darum, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Ja? Alles, was er tut, tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Man tut es natürlich auch den Menschen, aber wenn man es so tut und weiß, ich mache es eigentlich für den Herrn. Wenn du hier den Klo putzt für die Gemeinde, du weißt, du machst es für den Herrn. Und du kannst eine riesen Freude empfangen dabei. Oder hier putzt
Putzdienst machst oder was auch immer du tust, Kinderstunde oder was auch immer, ja, tu es für den Herrn. Dann machst du es gern. Ja? Es sind so tolle Gaben, die die Bibel uns gibt. Da könnte ich uns jetzt noch so viel auflisten, ja. Vielleicht will ich uns einfach nochmal schnell drüber fliegen. Zu welchem Dienst bin ich berufen? Vielleicht sagst du, was habe ich überhaupt für eine Gabe? Was habe ich für eine Talente? Du, die Bibel gibt da vieles vor. Ja, suche mal die Gaben des Heiligen Geistes wie Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wundertaten, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachengebet, Auslegung. Ja? Denk an den fünffältigen Dienst. Gott gibt der Gemeinde diesen Dienst. Ja, er gibt der Gemeinde. Wofür schlägt dein Herz? Bist du prophetisch begabt? Kann Gott durch dich reden? Hast du deine Antenne ausgezogen? Hast du ein evangelistisches Herz? Es ist dir eine Not, den Menschen das Evangelium weiterzugeben. Hast du die Stiefel der Bereitschaft an? Ja, wirklich für das Evangelium einzustehen? Hast du vielleicht ein Hirtenherz? Dass du mit Kindern arbeitest oder dass du auch Seelsorge gerne machst und unterstützt und hilfst, aus Problemen herauszukommen. Ja? Liebst du das Wort Gottes? Hast du vielleicht ein Unterweisungsherz? Es ist so wichtig, dass man auch in Hauskreisen einfach das Wort Gottes lehrt oder darüber redet. Es steht im Zentrum der Gemeinschaft, auch der ersten Gemeinde. Ja? Es ist gut, helfen ist ein Dienst. Ja? Organisation. Ich sage immer, die Gemeinde braucht Organisatoren. Das ist nicht so meine Fähigkeit, ja, zu organisieren. Aber es ist auch wichtig, dass Dinge organisiert werden. Ermutiger braucht das Land. Ja. Geben, Finanzen, Freisetzung. Vielleicht kannst du viel Geld verdienen. Gib es ins Reich Gottes. Und lass es zu seiner Ehre mannigfaltig vermehrt werden. Und der Lohn im Himmel ist groß. Weil Gott lässt sich nicht lumpen, oder? Ja. Gib's fürs Reich Gottes. Wenn du eine Leitungsgabe hast, dieses Kybernetik, heute denkt man, der Pastor, der leitet und der hat dann alles zu machen und der kriegt das sein Geld dafür. Ja, wir machen es ja ehrenamtlich. Aber das ist ein falsches Denken. Es ist ein falsches Denken. Ja? Leitung soll geschehen, nicht nach dem Alten Testament, ja, wo Gott einen gesetzt hat, wie der Mose, und der hat dann das ganze Volk geführt. Wir brauchen Leitungsgabe. Ja, einer soll auch leiten und viele Leiter sollen da sein und mitleiten. Leitungsteam ist gut. Wir brauchen alle Unterstützung. Wir können nicht alles allein machen. Sonst bin ich eine eierlegende Wollmilchsau, ja, oder das Rot. Ja. Und dann macht es auch keinen Spaß. Dann geht der eine kaputt. Das ist niemals so von Gott gedacht. Ja? Barmherzigkeit ist eine Gabe. Sich barmherzig zu geben, ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Evangelisation, Gastfreundschaft, Handwerk, das Gebet ist so wichtig. Die Gemeinde ist nur so stark, wie auch Beter hinten dran stehen. Ja? Brigitte und Heike gehen auch montags beten, auch an unserem Ort. Es ist gut, es ist super. Ohne Gebet geschieht wenig. Fürbitte für die Gemeinde zu tun, die einzelnen Glieder durchzubeten. Es ist gut, ja, dass sie getragen sind von Gottes Gnade und Gottes Schutz. Kreativität, Musik, ja, vielleicht sogar Tanz. Ja, das sind alles Gaben, die die Bibel in sich trägt. Seelsorge, Menschen zu tun. Ist ein Dienst, Dämonen auszutreiben. Wer will das heute noch? Mit bösen Geistern da sich auseinanderzusetzen. Aber im Namen Jesus solltest du Autorität haben, es zu tun. Ja, es ist der Name Jesus, den sie fürchten. Ja, es ist nicht dein Mut, sondern es ist der Name Jesus, vor dem sie zittern. Tu es. Leidensbereitschaft ist auch eine Gabe. Sogar Ehelosigkeit ist eine Gabe. Nur für den Herrn da zu sein. Ja, und sich nicht zu verunreinigen. Ehelosigkeit ist eine Gabe. Sollte man mal drüber nachdenken. Wir haben viele Singles hier in der Gemeinde. Du, nur für den Herrn zu leben, ist eine Gabe. Und das schenkt dir auch viele Möglichkeiten, die du vielleicht als Ehepaar nicht hättest. Du müsst dich mehr auf einen Partner konzentrieren. So ist Ehelosigkeit ein Geschenk. Ja? Geh ins Gebet und erkenne die Gabe, die du Gott zur Ehre ausleben darfst. Und bring sie ein. Bring sie ein. Ich bin noch immer froh für alles, was in der Gemeinde geschieht.
Ich freue mich so über jede Ermutigung, über jede Dienstbereitschaft, über jedes Anpacken, über jede Mithilfe. Und so freut sich der Vater im Himmel auch. Lass uns aufstehen. Ich will noch einmal darüber beten. Dienst dienen im Einklang von Neigungen und Talenten, Stärken und Talenten. Dienet dem Herrn mit Freuden, dient ihm aus Dankbarkeit und erkennt, es ist ein Privileg und es ist ein Vorrecht, Gott dienen zu dürfen. Ja, gib Gott die Ehre für all deine Fähigkeiten, für deine Gaben und Talente und bring sie zu seiner Ehre ein. Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du uns Gaben geschenkt hast, dass du uns befähigt hast, Herr, dir auch damit zu dienen und auch Jesus damit zu verherrlichen. Für dich zu stehen, für dich zu gehen, für dich Botschaft zu sein, das soll unser Lebensverlangen sein. So segne uns, Vater, als deine Kinder und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir uns nicht selbst die Ehre nehmen für unsere Talente und Gaben. Lass uns sie erkennen, Herr, was du in uns reingelegt hast, schon von der Schule her, von der Erziehung her, auch von unserem Beruf her, von dem, was wir gelehrt worden sind und was wir anwenden dürfen, auch in unserem Berufsleben, dass wir es dir zur Ehre tun und dass wir dich verherrlichen darin, dass wir den Vater im Himmel verherrlichen, auch mit guten Diensten, auch dem wir an den Menschen tun. Lass uns erkennen, dass wir den Menschen helfen wollen, dich zu erkennen. Dass wir ihnen praktisch helfen, Herr, damit sie dich erkennen. Dass sie den Vater im Himmel preisen. Ich bitte dich so, Herr, dass du der Gemeinde die Arbeiter für die Ernte schenkst, die sie so braucht, damit sie sich gesund entwickeln kann. Damit sie wachsen kann und damit sie neue Menschen auch bewerkstelligen können. Dass sie auch unterstützt werden, dass ihnen geholfen wird, dass sie auf den Weg gebracht werden. Wir wollen Jünger und Jüngerinnen Jesus sein, die auch bereit sind, andere zu Jüngern zu machen. Wir wollen ein Rettungsschiff der Liebe Gottes sein. Darum segne die Gemeinde Jesu hier in Merzig. Und gib du Gnade, Herr, dass wir das Werk und den Dienst tun, den du vom Himmel her vorbereitet hast. Und so gib uns die richtige Einstellung dabei, gib uns die Dankbarkeit, und gib uns die Freude, die wir von dir auch im Dienst empfangen werden. Segne jeden Einzelnen mit einem freudigen und willigen Geist, mit einem beständigen Geist, mit einem treuen Geist, wo du, Vater, einfach deinen Segen draufpacken kannst. Und du wirst, Herr, nach Wegen Ausschau halten, wie du uns beschenkst als deine Kinder. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns segnest, dass du uns begleitest und dass du uns Freude am Dienst schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut.